Hallo, Rufus. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu Goodbye Deponia. Beziehungsweise zum Tutorial, Schmutorial, was zur Hölle. Wir haben doch alles schon erlebt. Toni hat vollkommen recht, Rufus hat vollkommen recht, der Entwicklerkommentar hat vollkommen recht. Den kann ich irgendwie nicht ausschalten, das ist egal. Ja. Ja, nein, hier. Überspringen. Ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt jetzt hier draufklicken, auf diesen lustigen kleinen grünen, orange, schwarz, wie auch immer, Button und überspringen. Genau hier, wo meine Maus gerade durch die Gegend schwirrt, schwirrt. Hier, überspringen. 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 Hier klicken. Genau hier. Und sobald ihr das tut, geht es auch schon los mit dem tatsächlichen Spiel. Goodbye Deponia. Das erste Kapitel. Erzählt es euren Freunden. Hier, auf Überspringen klicken. Überspringen. Überspringen. Los, jetzt überspringen. Hier klicken. Ich kann auch mit der Maus kurz. Hier und weg ist die Maus. Überspringen. Drückt auf Überspringen. 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 Jetzt. Hier klicken. Nur hier. Nirgendwo anders, nur hier. Hier funktioniert das. Nirgendwo anders ist alles hier. Das ist alles Tutorial. Das wollt ihr nicht. Das habt ihr, kennt ihr schon. Das wollt ihr nicht. Hier. Überspringen. Jetzt. Jetzt vielleicht. Jetzt. Okay. Ihr wollt es so. Wir spielen das Tutorial. Yay, ich freue mich. Okay, was hat's gesagt? Toni ein Quatschen. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal... Ja, was weißt du denn nicht? Wie man ein Objekt ansieht? Wie man jemanden anspricht? Ja. Wie man jemanden anspricht? So wie eben gerade vielleicht. Oder hast du etwa nicht links geklickt, als die Sprechblase am Cursor erschien? Sprechblase? War es nicht vielleicht das äußerst attraktive Rufus-Kopf-Symbol? Nein, die Sprechblase. Deine blöde Visage erscheint zum Glück nur manchmal und dann auch nur im Inventar, um Kleidungsstücke anzulegen oder was du auch sonst immer da treibst. Was viel zu selten passiert, wie ich finde. Weitaus häufiger stellt sich da schon die Frage, yep, wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses Rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht.
Puh, das ist, ganz schön heftig. Hier, das Ding auf dem Boden. Zuerst gucken wir es uns an. Mit Rechtsklick auf das Augensymbol. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel, dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Manu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Wie jetzt am Mausrad? Wie drehe ich? Ich brauche ein Tutorial zum Mausrad drehen. Warte mal, ich probiere mal ganz was. Ich bin mal ein bisschen... Hey, da ist es ja. Hui. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, wir müssen mit der linken Taste und dem Rufus-Kopf-Symbol auf oben klicken. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Wie ich dich kenne, hast du es irgendwo mitgehen lassen. Aber ist ja auch egal. Du brauchst es für das Tutorial. Mehr musst du nicht wissen. Tutorial, Schmutorial. Meine Worte. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Yep. So, dann mit der linken Maustaste. Okay, es ist fast getan. Und wir drücken wieder die untere Maustaste. Sieh, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Hua, ich habe Feuer gemacht. Beziehungsweise ein Ersatzteil. Jetzt muss ich dieses Ersatzteil nehmen und in diese unauffällige Aussparung vielleicht tun? Oder in den Knopf? Oder in die Schrottpresse? Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Dann den Knopf. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. In die sehr unauffällige Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ja, bin ich nämlich sehr gut drin. Weil jetzt haben wir nichts mehr im Inventar. Und wir drücken den Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Oh, Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ich zeig's dir. Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert.